In Großbritannien gibt es keine Kriminalität. Irgendjemand hatte mal zu viel getrunken und pöbelte einen Polizisten an. Aber er entschuldigte sich und alles war vergessen. In Amerika dagegen sind Verbrechen an der Tagesordnung. Okay, du marschierst da rein, ganz locker. Du gehst zum Schalter, du füllst den Beutel mit Bargeld. Keinem passiert irgendwas, okay? Alles klar, ja. Okay, was haben wir? Was ist das? Das ist einer von diesen Stiften an der Kette. Ja, ich sehe, was es ist, aber wo ist das Geld? Ich habe Angst gekriegt und nur den Stift genommen und bin weggerannt. Scheiße. Muss ich denn alles selber machen? Verstehen. Man kommt da rein und ist irgendwie nervös. Aber da kriegen wir was dafür. Die kann man nirgendwo kaufen. Die britische Diätberaterin Marjorie Dawes gibt hilfreiche Ratschläge an amerikanische Schweinemenschen.